Hallo und willkommen zurück zu Destiny 2 Shadowkeep. Willkommen zu Story Finale hier bei Shadowkeep. Wir werden wahrscheinlich danach nochmal so kleine Nebenquests von der Erweiterung spielen. Aber jetzt erstmal das Finale von der Hauptstory. Bin mal gespannt, was jetzt alles so ankommt. Falls ich gerade ein bisschen krank klinge, ich war heute bei der Lagune, also nicht wundern. Und da muss ich auch noch durch den Schnee fahren. Ist beides eine schlechte Mischung. Egal. Direkt rein zum Storyfinale. Welche Geheimnisse birgt das Innere der Pyramide? Schweigen hart sie deine Ankunft. Begib dich zum untermesslichen Abgrund vorbei am Schutz der Pyramide und finde einen Weg ins Innere. Aber klar doch. 1600? Bin ich so krass? Ja, ich bin doppelt so krass. Geil. Ja, ist alles Schrott hier. Ich werde danach direkt hier die Handschuhe wieder reinmachen. Weil die sind immer gut. Also, wirklich, ich sag, die sind richtig nice. Unser Schicksal liegt vor uns. Diese Pyramide hat uns vor so langer Zeit viele Leben gekostet. Das Wichtigste ist, reinzukommen. Wir müssen etwas finden, irgendetwas, das uns auf ihre unerfreuliche Rückkehr vorbereitet. Verlier den Verstand nicht. Wir wissen nicht, was dir da drinnen vorgegaukelt werden könnte. Ach, die können so viel sagen, wie die wollen. Wenn die sagen, ich bin ein Vollidiot, dann glaube ich denen nicht. Alles, was sie mir vorgaukeln, ist Bullshit-Gelaber. Das hängt einfach rein da. Das schaffen wir schon. Ich würde danach auch mal irgendwelche Quests machen, wo ich andere Waffen bekomme. Weil das ist ja gruselig mit den Waffen hier. Wir haben ja diese Aufträge, wo wir die Waffen aus dieser Erweiterung bekommen. Da würde ich die dann mal machen. Und dann, ja, haben wir neue Waffen. Da haben wir halt neue Waffen. Das ist krass, nicht wahr? Da ist sie. Pyramide. Die Pyramide wartet. Geist, geht's dir gut? Du klangst gerade nicht normal. Also du klangst gerade wie ich. Ziemlich heiser. Also der klang ja gerade wirklich. Wieso haben wir eigentlich keinen weiblichen Geist? Oder kriegt man einen weiblichen Geist, wenn man einen weiblichen Charakter hat? Das würde mich mal interessieren. Ich habe das zwar noch nie ausprobiert. Auch als ob ich da nicht getroffen habe. Ach, ich mag diese chaotischen Waffen. Das erinnert mich ein bisschen an Borderlands. Oh nein, da darf ich mich nicht wieder erinnern. Verschlingen. Sie lockt uns an. Ja, das soll auch so sein. Wir sollen immer näher kommen an die Pyramide. Bin mal gespannt, wie das dann dort drinnen wird. Ja. Jetzt hat sie mich mitgenommen. Gewalt, Schönheit, Wahrheit. Das erwartet uns im Inneren. Es gibt jetzt kein Zurück. Gut. Es ist alles mit dabei. Schönheit, Hässlichkeit, Enttäuschung und Vergeltung. Alles ist mit dabei. Aufnahme. Ja, ich nehme gerade auf. Willkommen. Wir haben bereits gewartet. Okay, Geist. Hat er gerade irgendwie andere Leute mit aufgenommen? Vielleicht spricht er gerade selber nicht. Yo, warum erinnert mich das gerade voll an Star Wars Episode 9? Noch ein bisschen weiter. Chillt mal. Das ist doch Gaul aus der Destiny 2 Hauptstory. Oh, fuck. Albtraum von Dominus Gaul. Oh mein Gott, dieser Bosskampf war früher so geil. Leider kann man ihn nicht mehr spielen.
Au! Weg dort. Okay, warte mal. Hier, ich laser dich mal ein bisschen. Okay, das Prinzip ist eigentlich wie immer. Erstmal die Albträume besiegen und dann können wir wieder den normalen Albtraum hier auslöschen. Ist nichts Neues. Oh Gott, gut, aber ich darf nicht sterben, ich Idiot. Hä? Was? Junge, diese scheiß Hunde. Ah, jetzt bin ich wieder voll wütend. Das ist aber auch echt kacke. Muss man ehrlich sagen. Gut, ganz ruhig. Das schaffen wir. Jetzt habe ich keine Raketenmuni. Ich glaube, ich mache erstmal die Doggies hier weg. Die gehen mir nämlich ziemlich auf den Sack. Gut, er hat wieder Schilder. Gut, er ist wieder verwundbar. Nein, 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 nein. Du kannst versuchen. Du wirst es nicht schaffen. Mit deinem Wurfmesser. Stimmt, der hat ja früher in der Story, hat er ja unsere Kräfte gestohlen. Das Licht. Mit dieser komischen Maschine da. So eine Kralle war das sozusagen. Goldene Hunde. Nein, nein, wenn das jetzt als Tod zählt. Ach, fick dich doch echt. Warum zählt das als Tod, bitte? Junge. Das war wirklich so klein, Junge. Ja, jetzt stirb einfach. Boah, Alter. Nicht getroffen, geil. So, ich muss mich jetzt mal konzentrieren. Deswegen bin ich kurz mal still. So, jetzt kommen die Doggies. Hä, was macht der denn jetzt? Boah, zum Glück ist vorbei. Hilfe. Die gute Schlacht kostete so viele Leben. Ja. Das Licht wurde so einfach geraubt. Im Licht existiert nur Schwäche. Papalapap. Also, wenn ich mein Licht anmache. Hallo? Wieso war denn gerade meine Audiospur so laut? Der Fanatiker. Oh nein. Diejenigen haben auch K6 getötet. Ich nehme Rache. Albtraum des Fanatikers. Guck mal, wie schnell der gleich down ist. Hey, nicht verschwinden, hallo. Okay, das ging schnell. Das Licht ließ Kate im Stich.
ließ ihn einfach tot zurück. Licht kann nur zu Versagen führen. In dieser Erweiterung haben wir die ganze Rache gemacht an Kate 6. Das ist Crota, okay. Crota. Destiny 1 Boss aus The Taken King. Sohn von Oryx. Genau, stimmt, das war ja so. Man muss hier diese Schwert-Typis, also Ritter, auslöschen und dann können wir Crota mit dem Schwert ausschalten. Ey, bleib mal bitte stehen, Crota. Bam! 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 Stopp! Ja! Ah, scheiße. Ist hier noch so ein Schwert-Typi? Geht mal weg, Alter. Da. Da ist einer. Geht mal her. Jetzt teleportieren. Da. So. Schaffe ich das? Nein. Warte kurz. Ah, okay. Er kommt extra runter. Ist ja nett von ihm. Du bist ein Netter. Als ob das jetzt wirklich nicht gereicht hat. Willst du mich eigentlich verarschen? Oh, Alter. Dann gib mir nochmal so ein Schwert-Typ, ja. Da. Ja, er hat das Schwert nicht genommen. Manchmal frage ich mich echt, was ist mit dem Spiel los? Er nimmt halt die ganze Zeit das scheiß Schwert nicht. Was ist denn das für ein Scheiß? Du sollst das Schwert nehmen. Oh, Bruder. Mach das einen wütend. Oh. Ich kann mich hier wieder nicht hoch. Bruder, komm mal bitte runter. Ey, diese Sandbox ist auch echt scheiße. Ey! Jetzt haben wir ihn. Ja. Wieso brauche ich denn noch extra einen dritten Anlauf? Crota metzelte so viele Hüter nieder. Einen nach dem anderen. Das Licht sah nur zu und unternahm nichts. Und so kam es zu einer großen Tragödie. Im Licht gibt es nur Tod. Will ich jetzt auch nicht sagen. Hallo, wie komme ich hier zurück? Oh no. Hallo, wie komme ich hier zurück? Nein, sag jetzt nicht, es ist verbuggt. Digga, was ist denn jetzt los? Willst du mich jetzt verarschen? Oder kann ich mich irgendwie selbst töten? Muss ich die Kacke jetzt nochmal machen. Bis gleich. Ah ne, okay. Musste mich einfach nur töten, dann ging's wieder. Einen nach dem anderen. Das Licht sah nur zu und unternahm nichts. Und so kam es zu einer großen Tragödie. Im Licht gibt es nur Tod. Gönnen wir uns eine Verschnaufpause. Ah, was ist denn das hier für ein Ball? Unbekanntes Artefakt inspizieren.
Hallöchen. Na. Okay. Du hast es geschafft. Wir haben deine Hilfeschreie gehört und werden bald antworten. Wer bist du? Erkennst du uns nicht? Wir sind nicht dein Freund. Wir sind nicht dein Feind. Wir sind deine Erlösung. Okay, das waren zwei interessante Cutscenes. Also wir haben uns irgendwie selbst gesehen, aber ich glaube, das war ja die Dunkelheit, die mit uns da gesprochen hat. Und Aeris hat da irgendwie so ein dunkles Zeug da eingesaugt, glaube ich mal, und jetzt fühlt sie sich krasser. Und das hat sie zu sagen. Deine Gedanken. Sie sind nicht unsere Erlösung. Sie sind unsere Zerstörung. Es war eine Manipulation von Anfang an. Sie wissen, dass wir hier sind. Sie wissen, was wir gefunden haben. Das Artefakt, das du gefunden hast, ist wahrscheinlich verseucht. Sie wollten ja schließlich, dass wir es bekommen. Aber ein Schatz wie dieser ist zu wertvoll, um zerstört zu werden. Ich muss bleiben. Und ihn mit äußerster Sorgfalt studieren. Du wirst der Erste sein, der erfährt, was ich entdecke. Es ist ja toll. Ich hoffe, nichts Böses. Aeris glaubt, was immer diese Dinger sind. Sie wollen alles vernichten, was uns am Herzen liegt. Aeris nimmt dir das unbekannte Artefakt ab. Sie will es studieren, in der Hoffnung, dass alles, was du in der Pyramide gesehen hast, dann einen Sinn ergibt. Naja, ob das wirklich alles einen Sinn hat, was weiß ich. Saya Mota war eine Jägerin, die sich unseren unglückseligen Rachefeldzug gegen Grota erschoss.
Ach so, Anschluss. Ich habe erst was gelesen. Die meisten von uns schafften es jedoch nicht. Sie fiel im Kampf gegen die Hexe Omigul und lachte, als sie starb. Birgt die wahre Erinnerung an Siam Mota für Eris Morn. Finde als erstes die Systemkammer im verlorenen Sektor der K1 Offenbarung. Okay, und hier noch meine Waffe. Tragen die Albträume weiterhin Teile unserer Galaxie und hinterlassen nur Leid. Ja, yep, das ist sehr schön. Hä, was hast du willkommen, noch zu sagen? Hüter. Ey, ganz ruhig. Schön atmen. Okay, nichts mehr. Falls du sterben musst, stirb stolz. Stirb stolz, okay. nee, will ich nicht. Oh, wie ich wünschte, dass die Phantome ihren immerwährenden Streit beilegten. Ah ja. Dann sprechen wir nochmal mit Savella. Savella. Und dann würde ich auch hiermit beenden. So, bis gleich. So, ihr Messer, der Typ beim Pharma-Scepter. Nice. Ach, der Turm. Sieht immer noch schick aus. Auch wenn da irgendwie 5000 Schiffe da vorne fliegen und sich bereit machen für den letzten Krieg. Kota. Oryx. Gol. Die Liste derer, die uns das Licht nehmen wollten, ist lang. Aber diese neue Bedrohung ist etwas, wie wir es noch nie gesehen haben. Ich habe oft über den Untergang nachgedacht, wie anders es wohl verlaufen wäre, hätte es Hüter gegeben. Aber ich muss nicht auf eine Antwort warten, bis sie zurückkommen. Sie steht bereits vor mir. Sie behaupten, sie seien unsere Erlösung. Nein. Wir werden ihre sein. Das ist ja toll. Kein Grund zu zaudern. Was ist denn das für ein Wort? Zaudern? Okay, kein Grund zu zaudern, Hüter. Die Furcht steht auf ganzer Linie hinter dir. Das Licht ist unsere Stärke. Die Dunkelheit wird es nun nie nehmen. Kämpfe weiter. Geil! Ein Verbesserungsprisma. Geil. Das ist vor allem das ist einer der seltensten Sachen. Deswegen freue ich mich, dass ich sowas bekomme. Gehen wir mal direkt zu den Raoul. Welcher Code ist das? So, geben wir mal hier das ganze Zeug. Ja, rüsten wir einfach mal aus. Raketenwerfer lasse ich mal. Aber den können wir hier rauswerfen und dann nehme ich hier meine Lieblingshandschuhe wieder. Und was will der Banshee von uns? Bringen wir dich wieder da raus. Ja, okay, der wäre einfach nur vom neuen Raketenwerfer ein. Ja, ein Katalysator. Gut, dankeschön. Und dann als letztes müssen wir nur noch mit Ikora reden. Dann haben wir komplett die Erweiterung fertig. Aber wir wollen ja noch ein paar Nebensquests machen. Ein paar Nebenssachen. Die können wir denn in der nächsten Folge machen? Diese Dinger. Unsere Erlösung? Sie buddeln unser Trauma aus. Und wofür? Um uns abzulenken? Uns zu zerstören? Wir verbringen zu viel Zeit damit, auf Tragödien zurückzublicken, die sich unserer Kontrolle entziehen. Auf den Untergang, die rote Schlacht, Cade. Genug. Unsere Feinde zeigen sich offen aus Arroganz. Aber sie unterschätzen die Stärke der Hüter. Sie wollen einen Kampf. Den sollen sie bekommen.
Deine Entdeckungen in der Pyramide sind der Schlüssel zu unseren aller Zukunft und Überleben. Doch die Albträume setzen ihren Angriff im ganzen System fort, über unseren Mond hinaus. Sie dürfen sich nicht noch weiter ausbreiten. Sei wachsam, wehre die Albträume auf jedem Planeten ab. Unser Kampf hat gerade erst begonnen. Geil, sie gibt mir ein Exo, das wahrscheinlich eh Schrott ist. Ja. Wenn du willst, dass wir dir vertrauen. Willkommen. Willst du denn noch? Achso, diese Quest. Kann ich die nicht einfach rausnehmen? Die ist eh verbuggt. Es ist ruhig heute. Nee, es ist nicht. So, was kann denn diese Brust hier? Jedes Ziel, das du mit Sturmtrends besiegst, steigert deinen damit verursachten Schaden und erstattet Superenergie zurück, sobald es Sturmtrends endet. Ja, ich spiele eh keinen Sturmangriff. Ist also egal. Gut, Leute, dann will ich jetzt die Folge beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir dann die Nebenquest von Shadow Keep noch machen. Und dann können wir vielleicht mit der nächsten Erweiterung anfangen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.